Angespannte Lage in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, Bangui. In dem Land hat es am Wochenende erneut Kämpfe gegeben. Bei Angriffen christlicher Milizen sollen nach UN-Angaben bis zu 30 Zivilisten getötet worden sein. Unter den Toten sollen auch mehrere UN-Soldaten sein. Hunderte von Menschen suchten in der Stadt Bangassou an der Grenze zu Kongo Schutz in einer Moschee, hieß es. Weitere UN-Soldaten seien in die entlegene Stadt beordert worden. Verantwortlich für den Angriff waren den Angaben zufolge Hunderte von schwer bewaffneten Kämpfern, die Jagd auf Muslime machten. Viele davon seien Kindersoldaten. In der Zentralafrikanischen Republik herrscht seit 2013 Bürgerkrieg. Obwohl das Land reich an Bodenschätzen ist, gehört es zu den ärmsten der Welt.